Allen ein herzliches Willkommen heute Morgen hier in der Kirche. Man kann ja lesen, wo und wer wir heute sind und was wir heute hier feiern. Was wichtig ist und was ich immer so toll finde, ist, wenn wir einfach mal um uns herum gucken, wie viel Hass, wie viel Neid und alle diese ganzen negativen Dinge, wenn man sich mit Leuten unterhält, genauso wie man die Nachrichten schaut, das allererste sind immer diese negativen Nachrichten. Alles, was einen so runterzieht. Da finde ich das Motto, mutig, Liebe, Leben, eigentlich sehr positiv. Und genau das ist es ja auch. Wenn wir nicht in der Lage sind, als Christinnen und Christen, diese Liebe auch mutig zu leben, dann, ja, würde man sagen, der Deutsche isst gerne Sauerkraut. Essen wir auch gerne, aber danach strahlen wir. Genauso soll es denn auch sein. Mutig, Liebe, Leben. Das soll das Motto nicht nur heute sein, sondern eigentlich auch für uns Christen das ganze Leben lang. Herzlich willkommen an den Projektchor, herzlich willkommen an den Posaunenchor, herzlich willkommen an Herrn Brück, der wird aber nachher noch vorgestellt und wird uns auch die Predigt halten. Das Schöne ist, Gott ist überall und immer bei uns. Deshalb heißt es auch in einem Psalm, nämlich Psalm 139, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. In diesem Sinne lassen Sie uns unseren Gottesdienst feiern, wie immer im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Kraft und unsere Hilfe kommt her von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der seinen Bund und seine Treue ewiglich hält und der niemals das fahren lässt, was er geschaffen hat. Morgenlicht leuchtet. Schaut nach draußen. Gott hat nicht nur eine Lampe angemacht, sondern alles, was er hat. Morgenlicht leuchtet, das erste Lied.
Psalm 138. Wir beten ihn alle gemeinsam. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel hin und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue. Denn du hast dein Wort herrlich gemacht um deines Namens willen. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Sie singen von den Wegen des Herrn, dass die Herrlichkeit des Herrn so groß ist. Denn der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt den Stolzen von Ferne. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Der Herr wird's vollenden um meinetwillen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, lieber himmlischer Vater, hab Dank. Danke für das, was du uns jeden Tag wieder aufs Neue schenkst. Deine Liebe. Diese Liebe geht mit uns, geht durch uns und bleibt auch in uns. Und lass sie dann nach außen strahlen, sodass andere auch etwas von deiner Liebe, von unserer Liebe abbekommen. Lass uns und hilf uns teilen von dem, was du uns geschenkt hast. Herr, du weißt, weshalb wir heute Morgen hier sind. Wir wollen auf dein Wort hören, wollen etwas mitnehmen, wollen etwas von dem mitbekommen, was uns wieder Mut macht. Schenke du uns jeden Tag wieder neu das Vertrauen darauf, dass deine Hand über uns ist und dass du uns umgibst bei all dem, was wir tun, aber auch bei all dem, was wir lassen. Amen. Come on, give me your love.
Ja, ich habe die Aufgabe, den Werner Brück vorzustellen. Werner Brück ist ja angekündigt worden als ehemaliger Klinikleiter von Rade vom Wald. Früher sagte man Heilstätte zu der Einrichtung, heute ist das eine Suchtklinik. Ich persönlich habe auch eine Vergangenheit zu Rade vom Wald, weil ohne Rade vom Wald, zum Teil, wäre ich heute nicht hier. Aber Werner, du bist heute unser Gastredner. Ich habe im Grunde genommen eine Frage in drei Teile. Was hast du bisher gemacht? Was hast du damals in Rade vom Wald getan? Was machst du heute? Und wie sind deine Pläne für die Zukunft? Ja, bitte schön. Ja, vielen Dank, Volker. Schönen guten Tag und guten Morgen. Ich bin kein Urblaukreuzler. Ich kannte das Blaukreuz früher noch nicht, als ich angefangen hatte in der Suchtarbeit. Das war Mitte der 70er Jahre, aber nicht in Rade vom Wald, sondern ich war damals in Kassel. Das war eine Frauenklinik für suchtkranke Frauen. Und da wollte ich auch einige Jahre sein, doch nach knapp viereinhalb Jahren kam die Anfrage vom Blauen Kreuz, ich sollte nach Rade vom Wald. Ich wusste nicht, dass es diesen Ort gibt und wo das ist, denn ich bin Hannoveraner von Haus aus und bin dann in Hessen gelandet und Rheinland kannte ich nicht. Und dann habe ich mir das angeschaut und das Glück zufällig war, dass in Kassel auch der Bundesvorsitzende war, Kurt Twelker. Und der hat mich eingeladen und sagte, ich habe Sie jetzt kennengelernt, Sie müssen die Nachfolge von Helmut Hollmann antreten. Der war damals Klinikleiter, der sollte die Geschäftsführung vom Blauen Kreuz übernehmen. Ja, und dann habe ich tatsächlich 1980 angefangen. Dort habe die Klinik ein Stück mit konzeptionell aufgebaut, neue Mitarbeiter eingestellt, erweitert, weil es dann von der Heilstätte zur Fachklinik wurde. Ja, und da habe ich vieles Anbauten innerlich, äußerlich erweitert und habe mich wohlgefühlt mit allen Höhen und Tiefen, die es auch dort gab, und bin dankbar für die knapp 30 Jahre, die ich verbracht habe, bis ich dann in den Ruhestand ging. Ja, danach habe ich in der Arbeit des Blauen Kreuzes so wie heute gelegentlich Vorträge gehalten, Gottesdienste mitgestaltet, und in meiner freien Zeit engagiere ich mich ehrenamtlich in der evangelischen Kirche. Ich bin Prädikant und ja, ich bin auch Vorleser und lese gerne vor und bilde auch Vorleser aus. Das ist etwas, was ich jetzt gerne mache, und seit ein paar Jahren gönne ich mir was, was ich mir früher immer schon mal vorgestellt habe, und jetzt habe ich die Zeit dazu. Ich habe Gesangsunterricht genommen und singe gerne auch. Also das macht riesen Spaß. Naja, und früher, ich habe 5 erwachsene Kinder inzwischen und hatte ich 7 Enkel. Das 7. ist jetzt leider verstorben. Insofern große Familie. Das wäre so das im groben Zügen. Ja, schön. Noch eine Frage dann. Soweit. Ja, ich will noch eine Frage stellen. Ja. Ich meine, ich habe mein Leben lang auch noch keinen Alkohol getrunken. Ich habe das irgendwo rausgelesen, du hast auch jetzt über so viele Jahrzehnte nichts getrunken, nicht geraucht. Aber du bist wohl auch schon mal gefragt worden, was hast du denn für Süchte? Ich meine, ich selbst, wir haben ja alle so unsere Süchte. Du wolltest da auch noch was zu sagen. Ja, ja, also stimmt. Geraucht habe ich nie, seit Geburt nicht. Und Alkohol war früher uninteressant, aber als ich im Blauen Kreuz 1980 begonnen hatte, da hieß es, wer Mitarbeiter ist, der braucht auch privat nicht, sollte nicht trinken. Auch meine erste Hochzeit habe ich alkoholfrei gehalten. Ja, und dann tatsächlich bei meinem 25-jährigen Dienstjubiläum in der Klinik, da wurde mein Sohn, ein Ältester, interviewt, und da fragte man vor allen Leuten, die da saßen, sag mal, kannst du mal verraten, hat dein Vater nicht doch irgendeine Sucht? Der raucht nicht, der trinkt nicht, nimmt keine Drogen, was hat er? Und da hat mein Sohn verraten, ja, der Vater, der hat Schwierigkeiten, der kommt ins Zittern fast, wenn
wenn weniger als 3 bis 4 Quarkbecher und Joghurtbecher im Kühlschrank sind, der muss jeden Abend, muss der seinen Joghurt haben und Früchte da drin, sonst geht er nicht ins Bett. Also eine gewisse Quark- und Joghurtabhängigkeit, und ich gebe zu, auch jetzt noch pflege ich das. Ja, soweit. Ja gut, Werner, vielen Dank. Wir hören dich ja gleich noch mit der Predigt. Ja. Und auch heute Mittag, nach dem Mittagessen, werden wir bestimmt noch Gelegenheit haben, ja, mit dir zu sprechen. Genau. Gut. Die Schriftlesung heute steht in 1. Johannes 4, die Verse 7 und 8. 11 und 12, 19 und 21. Ich lese aus der Basisbibel. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott mit uns verbunden. Dann hat seine Liebe in uns ihr Ziel erreicht. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Dieses Gebot hat uns Gott gegeben. Wer ihn liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Gemeinsam wollen wir unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine, christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Für die Gruppe 1 unterstützen wir von dieser Seite. Ihr da oben, ihr seid Gruppe 2. Die Mitte des Chores hilft euch und Gruppe 3 sorgt sich um diesen Seite. Ja? Okay. Gut. Ich würde vorschlagen, einmal singen wir es noch durch und dann fängt Gruppe 1 an. Einmal noch zusammen. Jetzt sind wir richtig in die Liebe eingetaucht. Das muss man sagen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Festgemeinde, liebe Geschwister im Blauen Kreuz. Sicher wird es Ihnen oftmals ähnlich ergehen wie mir, dass Sie von Menschen auf der Straße angesprochen werden, ob sie vielleicht so ein paar Cent oder ein paar Euro in der Tasche für sie haben. Ist uns gestern passiert, in Wuppertal waren wir in der Stadt, also überall saßen sie oder standen sie oder gingen auf uns zu. Nicht an der Ecke sitzt eine Frau, hat einen Pappbecher und streckt ihn uns entgegen. Dann fallen uns ja auch immer wieder Menschen auf der Straße auf, die vollkommen anders gekleidet sind, die sich auffällig benehmen vielleicht, ja, ganz anders als wir, in Anführungsstriche. Oder auch Menschen, deren Haut nur noch wenige weiße Stellen aufweisen, während alles andere ganz bunt ornamentiert tätowiert ist. Im Alltag unserer Suchtkrankenarbeit im Blauen Kreuz, da treffen wir immer wieder und überwiegend auf Menschen, die oftmals am Rande unserer Gesellschaft stehen oder gestanden haben, die möglicherweise in ihrem Leben wenig an Liebe und wenig an Zuwendung erfahren haben. Und so möchte ich heute mit uns über eine Gestalt aus dem Neuen Testament nachdenken, die sich auch am Rande der damaligen Gesellschaft bewegte und dabei sogar verachtet wurde und ganz im extremen Abseits stand. Ich bin sehr gespannt, ob uns diese Frau, es handelt sich nämlich um eine Frau, etwas persönlich zu sagen hat. Es ist eine Frau, die leider, finde ich, sehr selten in den Predigten Beachtung findet. Obwohl es sich lohnt, einmal ganz bewusst in den Text
und in den Textzusammenhang hineinzutauchen, hineinzuhorchen. Und dabei machen wir etwas Besonderes. Ich will den Versuch unternehmen, in die Rollen und in die Gefühle aller beteiligten Personen einzutauchen. Es ist die Begegnung Jesu mit der Frau im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, anlässlich des feierlichen Besuches Jesu bei dem Pharisäer Simon. Und als zentrale Frage möchte ich über den Text stellen, entweder mutig Liebe leben oder noch konkreter von Textzusammenhang, wer liebt eigentlich mehr? Wer liebt eigentlich mehr? Hören wir zunächst mal den Text in Kapitel 7, die Verse 36 bis 50. Ich lese ihn in der Übersetzung der Guten Nachricht, also im heutigen Deutsch. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus ging in sein Haus und sie setzten sich zu Tisch. In derselben Stadt lebte eine Frau, die für ihr ausschweifendes Leben bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war, kam sie mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl. Weinend trat sie von hinten an Jesus heran und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm mit ihren Haaren die Füße ab, küsste sie und goss das Öl über sie aus. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich: Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine ist, von der er sich ja anfassen lässt. Der müsste wissen, dass sie eine Prostituierte ist. Da sprach Jesus ihn an: Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon sagte: Lehrer, bitte sprich. Jesus begann: Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welcher von ihnen wird wohl dankbarer sein? Simon antwortete: Ich nehme an, der Mann, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagt Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon: Sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mir die Füße mit kostbarem Öl übergossen. Darum versichere ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Das zeigt sich an der Liebe, die sie mir erwiesen hat. Wem wenig vergeben wird, der wird auch nur wenig lieben. Dann sagte Jesus zu der Frau: Deine Schuld ist dir vergeben. Die anderen Gäste fragten einander: Was ist für ein Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau: Dein Vertrauen hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Soweit unser Text. Das ist doch eine recht großartige Geschichte einerseits, aber auch, sie ist ein bisschen merkwürdig. Um nicht zu sagen, vielleicht sogar etwas anrüchig. Wären Sie auch gerne dabei gewesen? Und falls ja, wo wäre dann Ihr Platz dabei? Neben Jesus oder bei dem Pharisäer oder neben der Frau? Ich habe mich das auch gefragt und dann habe ich so gedacht, mein Platz, also der wäre so irgendwo am Rande, nicht so nah dabei und mehr auf Abstand. Vielleicht wissen Sie es auch noch nicht so genau, gehen wir mal etwas tiefer in die Geschichte hinein.
Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Also ich muss sagen, dieser Pharisäer, der imponiert mir. Nach allem, was ich von Leuten seinesgleichen weiß, da wird er Jesus ja kritisch gesehen haben. Ein Pharisäer, meistens ein Laie aus den Berufen der Bauern und Kaufleute und der Handwerker und dann auf der anderen Seite Jesus. Das ist wie Feuer und Wasser. Der Pharisäer, der sich nicht genug tun konnte im Beobachten des Willens Gottes, der sich fernhielt von allem, was auch nur nach Sünde hätte riechen können. Und Jesus? Der wenige Verse vor unserem Textabschnitt, ein Vielfraß und Säufer, ein Kumpan von Zöllnern und Sündern genannt wird. Mensch, da liegen doch Welten dazwischen. Aber Simon, der Pharisäer, lädt Jesus zum Essen ein. Nun, es war gute Sitte, einen vorbeireisenden Rabbi einzuladen. Aber musste es denn unbedingt dieser Jesus sein? Hätte es nicht auch anders verlaufen können? Und Simon, der bittet nicht vergeblich. Jesus ging in sein Haus und sie setzen sich zu Tisch. Und das ist so ganz typisch für Jesus. Er geht hin, wo er eingeladen wird. Er ist der Freund der Zöllner und der Sünder und er geht auch zu seinem Gegner. Er kann sich dann denken, da wird er keinen leichten Stand haben. Da werden sie ihn testen auf seine Bibelkenntnis und Rechtgläubigkeit. Ah, da wird es kühl und distanziert zugehen, korrekt bis auf die Knochen, aber wie im Eiskeller. Ich wüsste auch einige, die sich mal zum Essen einladen sollten. Ein paar Beispiele. Vielleicht ein Pegida-Demonstrant, einen syrischen oder nordafrikanischen Flüchtling. Vielleicht ein Christ, einen Menschen moslemischen Glaubens. Oder wenn wir es noch höher ansitzen, vielleicht der neue iranische Präsident Masoud Pezeshkian, den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu. Oder Herr Putin, Herrn Zelensky. Oder, na, brechen wir es mehr runter, eine Familie beim Sonntagsbraten hier bei uns. Da lädt vielleicht eine Mutter vier kleine Kinder mit ihrer Mutter aus den furchtbaren Hungersgebieten im Südsudan und in Somalia zu sich ein. Aber werden wir noch persönlicher. Wen lade ich eigentlich ein? Und von wem lasse ich mich einladen? Ach, ich denke, es wäre schön, wenn wir uns, wenn wir unser Haus, unsere Gedanken, unsere Herzen öffnen könnten für die anderen. Auch für die Kritiker und Gegner. Auch für Menschen, die nicht gerade so auf unserer Wellenlänge liegen. Tja, und daraus ergibt sich dann die Frage, bin ich auf Überraschungen gefasst? Denn da, wo Menschen sich begegnen, da muss man immer mit Überraschungen rechnen. In unserer Geschichte kommen sie von außen. In derselben Stadt lebte eine Frau, die für ihr ausschweifendes Leben bekannt war. Sie hörte, Jesus kommt und sie nimmt ein Fläschchen kostbares Salböl und weinend tritt sie an ihn heran und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Oh wei. Aber das geht doch nicht, das möchten wir der Frau zurufen. Du kannst doch nicht einfach da so reinschneien. Du hast zwar gehört, dass Jesus da ist, aber du gehörst doch da gar nicht hin. Das ist eine Männerrunde, da geht es um wichtige theologische Dinge. Da ist ein klarer Kopf gefragt. Da kannst du nicht einfach anfangen zu weinen. Ach, das passt doch gar nicht. Man weint auf dem Friedhof, aber nicht hier. Ach, du bringst ja alle Gäste ganz durcheinander. Und jetzt merkst du denn nicht, dass du Jesus da ganz nass machst? Ach, das geht doch wirklich zu weit. Geh ein bisschen mehr zurück, dann passiert sowas nicht. Ein bisschen mehr Distanz, dann ist alles okay. Musst du Jesus denn so nah sein? Gott sei Dank, jetzt hast du es gemerkt. Aber jetzt nimmst du auch noch deine Haare und trocknest damit seine Füße ab. Und jetzt küsst du Jesus auch noch die Füße. Wer weiß, wen du schon alles geküsst hast. Naja, und du hast natürlich auch solch kostbares Salböl, aber denkst du denn nicht dran, wie jetzt das ganze Haus danach riecht? Der Simon, der muss sich doch schämen bei so einem Geruch in seinem Haus. Also,
Wie will er den bloß wieder rauskriegen? Verstehst du nicht, liebe Frau, etwas mehr Zurückhaltung, etwas mehr Distanz, dezenter, nicht so überschwänglich. Das ist ja direkt peinlich. Merken wir, liebe Gemeinde, wie wir da unversehens neben dem Pharisäer sitzen? Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er so zu sich selbst: Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau ist, von der er sich anfassen lässt. Er müsste doch wissen, dass sie eine Prostituierte ist. Nicht wahr? Wir verstehen den Simon. So weit müsste doch Jesus nicht gehen, braucht auch gar nicht. Er müsste Distanz halten, klare Linien ziehen. Er dürfte sich wenigstens nicht anfassen lassen. Er dürfte sich nicht einer so peinlichen Situation aussetzen. Das Urteil des Simon steht fest. Dieser Jesus ist nicht der Prophet, auf den ganz Israel wartet. Aber da sprach Jesus ihn an. Jesus ist doch ein Prophet. Zwar nicht wie erwartet gegen die Frau, aber ganz unerwartet für Simon. Simon, ich muss dir etwas sagen. Und Simon sagt, ganz korrekt, alle kritischen Gedanken in den Hintergrund gedrängt: Lehrer, sprich. Simon ist bereit zu hören und das gefällt mir. Er hat ein Urteil über Jesus fertig, aber er kann und er will hören. Tja, wäre das doch bei uns auch öfters der Fall. Dass wir trotz unserer Vorurteile, trotz unserer Urteile, trotz vorgefasster Meinungen aufeinander hören könnten. Und dann erzählt Jesus ein Beispiel. Zwei Männer hatten Schulden beim Geldverleiher. Der eine schuldet 500 Silberstücke, der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Also ich habe da so meine Zweifel, ob menschliche Geldverleiher so handeln würden. Aber ich verstehe die Frage Jesu, die die entscheidende der ganzen Geschichte ist. Welcher von ihnen wird ihn wohl mehr lieben? Oh, da ist ein Stichwort gefallen. Lieben. Und da ist Simon kein Experte, ganz im Unterschied zu dieser Frau. Simon antwortet: Ich nehme an, der Mann, der ihm mehr geschuldet hat. Ach Mensch, Simon, hast es immer noch nicht begriffen. Er sagt, ich nehme an. Er fühlt sich wie in der Schule. Er will nichts Falsches sagen. Er begreift nicht, dass es jetzt nicht um eine richtige oder um eine falsche Antwort auf eine Lehrerfrage geht. Nein, es geht um ihn selbst. Die Frage, was sein Leben ausmacht. Die Grundlage seiner Existenz ist hier angesprochen. Dass ihm von Gott die Schuld erlassen ist. Darum, genau darum geht es hier. Weil der göttliche Geldverleiher ihm und uns die Schuld erlässt. Und darum darf er, darum dürfen wir leben. Es gibt unterschiedliche Schuld. Und daran lässt Jesus offensichtlich hier im Text keine Zweifel. Es gibt mehr und es gibt weniger. Aber es gibt nicht mehr Schuld und gar keine Schuld. Das gibt's nicht. Jeder ist Schuldner. Mehr oder weniger. Und darum lebt jeder nur und allein deswegen, weil ihm diese Schuld erlassen ist. Und darin stimmt die Antwort des Simon, wenn er sagt, mehr Liebe hat der, der mehr schuldete. Und damit spricht Simon das Urteil über sich selbst. Mehr Liebe hat diese Frau. Du hast recht, sagt Jesus. Und dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, sieh diese Frau an, sieh diese Frau an. Ja, Simon, schau sie an. Nicht nur mit den Augen, wie wir Männer oftmals Frauen ansehen. Nein, dreh deinen Kopf nicht weg. Sieh genau hin. Lass deine Vorurteile mal beiseite und alles andere, was dir über sie erzählt worden ist. Sieh mal nicht auf die Leute und was die dazu sagen oder sagen können und was sie denken. Nimm diese Frau wahr. Dreh ihr das Gesicht zu, versuch sie anzusehen, lass sie einmal im ganz wörtlichen Sinne Ansehen genießen. Und dann beschreibt Jesus, wie er die Frau gesehen, wie er sie angesehen hat.
Er hat genau hingesehen. Er hat nicht durch die Finger geguckt. Er hat jede einzelne ihrer Gesten wahrgenommen, angenommen. Er stellt dem Simon vor, was dieser nicht, die Frau, aber umso besser gemacht hat. Jesus tut das nicht, um den Simon fertig zu machen. Darum geht's nicht. Der ist ja ohnehin arm genug dran. Nein, Jesus tut es, um ihm deutlich zu machen, was größere, was mehr Liebe ist. Hätte Simon diese größere Liebe schon gehabt, er hätte doch Ähnliches tun können wie diese Frau. Und er hätte ganz im Rahmen der damaligen üblichen Begrüßungszeremonie das tun können. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen, mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mir die Füße mit kostbarem Öl übergossen. Und darum versichere ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Das zeigt sich an der Liebe, die sie mir erwiesen hat. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch nur wenig. Und dann sagt Jesus zu der Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Deine Schuld ist dir vergeben. Die Frau sagt gar nichts. In der ganzen Geschichte spricht sie kein Wort. Nicht mit Worten, aber interessant wäre, was hätte sie wohl gesagt, wenn sie hätte reden können? Versuchen wir mal, hineinzufühlen, hineinzudenken. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich möchte es immer wieder hören. Deine Schuld ist dir vergeben. Alles das, was die Leute über mich gesagt haben, die schlimmen Drohungen, alles gilt nicht mehr. Und er hat nicht gefragt, was im Einzelnen meine Schuld ist. Ihr wisst es ja selbst, wie sich das eigene Versagen und das Versagen der anderen in die Hände spielen. Manchmal denke ich, die anderen sind schuld und dann weiß ich wieder, nein, ich bin es selbst. Ich muss jetzt nicht sortieren. Für mich gilt, deine Schuld ist dir vergeben. Ich musste nicht einmal etwas sagen. Er hat mich wortlos verstanden. Jede einzelne meiner Gesten hat er wahrgenommen. Nichts ist ihm entgangen. Meine Tränen, als ob er jede einzelne gezählt hätte. Mein Gewusel mit den Haaren, die Küsse, das Salben der Füße. Er hat es sich gefallen lassen. Er hat die Füße nicht weggezogen. Er konnte es annehmen, die Art, wie ich meine Liebe, wie ich meine Dankbarkeit gezeigt habe. Er hat keine Angst vor meinen Gefühlen gehabt. Und es ist so sehr schwer, in einer Männerrunde Gefühle zu zeigen. Sie tun einen dann so leicht ab als sentimental oder hysterisch. Er nicht. Seine Augen, die wurden nicht unruhig. Seine Blicke, die taten mir so sehr gut. Ihr hättet die Augen Jesu sehen müssen. Da ist so viel Liebe drin, da schaut so viel Wärme heraus. Das ist so, als würde man in den Arm genommen, als wäre alles andere nicht mehr da, das einen sonst beschäftigt. Und es ist doch kein Zwang und kein Druck da. Man muss nichts vorweisen, da wird die Messlatte nicht rausgeholt. Wenn er dich ansieht, dann merkst du auch, dass du gar kein Theater mehr spielen musst. Als ob er dich bis auf den Grund deines Herzens durchschaut, tiefer als du je geblickt hast. Zuerst möchtest du dich verteidigen, erklären, rechtfertigen, aber dann merkst du ganz schnell, das brauchst du doch gar nicht. Er weiß das doch alles längst. Du wirst nur traurig, es tut dir leid. Du spürst, wie manches hätte anders sein können. Du merkst die verpassten Gelegenheiten und du bist in Gefahr, dich in deine Schuld hinein zu verlieren. Und dann ist es, als ob er dein Gesicht in die Hand nimmt und deine Augen auf sich lenkt. Und du spürst, wie das alles zurücktritt, verschwindet und wie er es wegtut. Und dein Rücken, der wird leicht. Und du holst tief Luft und die Angst wird geringer und du trägst deinen Kopf aufrecht. Ob du ahnen kannst, wie das ist? Und wenn du dann noch sein Wort hörst, deine Schuld ist dir vergeben, das ist doch wie tolle Musik. Und du weißt plötzlich, da
das Wort gilt. Das nimmt er nie mehr zurück. Und ihr versteht doch jetzt, dass ich dabei nicht ruhig im Sessel sitzen bleiben konnte. Die Liebe zu ihm, die musste heraus. Ich musste was tun. Je überschwänglicher, desto besser. Mit Herzen, Mund und Händen. Soweit mal in die Frau hineingehört. Können wir das verstehen? Wir rechtschaffenen Leute, die wir alle wissen, dass wir vieles falsch machen und oft auch tief erschrecken, wenn wir wirklich mal was nicht gut gemacht haben, wenn wir uns dessen bewusst werden. Da wird Vergebung etwas unendlich Großes, Schönes, Kostbares. Und da entsteht Liebe, Liebe, die Überschwängliches tun möchte. Ob Simon das verstanden hat? Er ist ja auch ganz merkwürdig schweigsam in dieser Geschichte, wo die klugen und die richtigen Gedanken so sehr an den Rand kommen. Hat er gemerkt, hier kann er nicht mehr mit? Auf der Wellenlänge kann ich nicht senden oder empfangen? Es ist nicht von ungefähr, dass Jesus in dieser Geschichte eine Frau in den Mittelpunkt rückt. Eine Frau damals viel mehr am Rande, als es heute der Fall ist. Ausgeschlossen von den Gesprächen über Gott und die Welt. In den Versen nach unserer Geschichte wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass Jesus Frauen in seiner Nachfolge duldet. Nein, richtiger gesagt, gewollt hat. Für einen Rabbi der damaligen Zeit war das eine unmögliche Angelegenheit. Und warum handelt Jesus so? Nun, sicher darum, weil Jesus es nicht ertragen kann, Menschen an den Rand geschoben zu sehen. So hat er auch die Kinder vom Rand doch immer weggeholt und den Großen zum Vorbild gesetzt. Und zum anderen darum, weil er wusste, dass die Art und Weise, wie Frauen leben, wie Frauen fühlen, denken und handeln, einen ganz wichtigen Platz in der Gemeinde und im Reich Gottes haben. Und wenn mancher von uns in dieser Geschichte vielleicht gedacht hat, na, typisch Frau, dann hat Jesus genau das gemeint. Das typisch Frau gehört zu ihm. Das gehört in sein Reich, in seine Herrschaft, in seine Kirche, gehört in unsere Blaukreuzgruppe, in die Gemeinde, eben auch in den Gottesdienst. Typisch Frau, das gibt es doch so pauschal überhaupt nicht. Aber spüren wir einmal dieser Geschichte nach, was es hier heißen könnte. Sehr deutlich wird von dieser Frau gesagt, dass sie weint. Wann haben Sie, wann haben wir Männer das letzte Mal geweint? Vielleicht im Kopf, ein Junge weint nicht, hieß es früher, manchmal heute vielleicht noch, ist dummes Zeug, so ein Satz. Jesus selbst hat doch geweint und das wird uns im Neuen Testament sogar beschrieben. Als Therapeut habe ich viele Menschen, Männer wie Frauen, erlebt, die geweint haben. Sicher, Frauen meist leichter und schneller als Männer, doch es tut gut, sehr gut, einmal zu weinen. Und wo nicht geweint werden darf, da gibt es oft auch nicht so viel zu lachen. Ja, Frauen gelingt es eben besser, Gefühle zu zeigen. Wir Männer tun uns da schwerer als Frauen. Und da hat mal eine Frau so gesagt, habe ich gehört, die sagt, an der Krawatte macht sie das deutlich. Es kommt ihr vor, als würden wir damit unseren Hals strangulieren, sodass nur Kopf und Verstand das Sagen haben. Alles andere aus Herz und Bauch kommt nicht heraus. Deswegen trage ich eine Fliege. Ja. Wie überschwänglich kann jedoch diese Frau aus der Geschichte ihre Gefühle zeigen. Und Jesus, der kritisiert das mit keinem Wort, ganz im Gegenteil. Und was machen wir mit unseren Gefühlen? Können wir jemandem mal so sagen, spontan, du, ich mag dich, wie du lachst. Ich mag dich, wie du mich anschaust. Können wir aber auch einem anderen sagen, du, ich bin sauer auf dich. Mich ärgert, wie leichtfertig du redest und über diese Sache einfach so hinweggehst. Können wir uns aneinander freuen, dass wir beieinander sind? Uns als Gruppe, als Gemeinde zur Stärkung und Hilfe geben? Und was ist mit unserer Liebe zu Christus? Haben wir sie irgendwie fein säuberlich zurechtgeschnitten und eingeordnet? Hat sie zum Beispiel im Gebet ihren Platz? Und nun ein allerletzter Gedanke noch. Jesus lässt sich anfassen und sogar küssen. Anfassen kann sehr wichtig sein. Ich erinnere mich in der Therapie immer wieder an schwierige Gespräche, wo es gar nicht mehr weiterging. Und dann habe ich oftmals meine Hand auf den Arm der Gesprächspartner des
Gesprächspartners gelegt und das hat sie gelöst. Sie konnten dann hemmungslos oft weinen, sich öffnen und erzählen. So ist anteilnehmende Berührung etwas ganz Kostbares und sehr Wertvolles. Auch das Spontane in den Arm nehmen hat seine Berechtigung und ist oftmals ganz wichtig. An der Stelle sage ich nur mal ganz kurz das Beispiel aus eigenem Erleben, ganz persönlich. Meine älteste Tochter mit 33 hat vor einem Vierteljahr nach viel Hoffnung und Glück empfunden, ihren Kind geboren, meinen 7. Enkel, und der hat 5 Minuten nur gelebt im Kreissaal. Da ist kein Wort mehr möglich. Da kannst du dich nur daneben setzen, sie in den Arm nehmen und mitweinen. Sie ist bis heute nicht in der Lage zu arbeiten, Vierteljahr schon nicht, zutiefst in der Depression. Aber Worte gehen dann nicht. Da ist nur Berührung, in Arm nehmen und still daneben sitzen, um nur dieses persönliche Beispiel mal zu sagen. Jesus war zwar ein Mann, aber er hatte sicher auch das, was wir typisch Frau nennen. So konnte er die Welt erlösen. So konnte er zu dem Pharisäer Simon gehen und auch theologische Gespräche führen. Und so konnte er aber auch von dieser Frau Tränen, Küsse und Öl annehmen, als Zeichen ihrer Liebe und ihrer Dankbarkeit für vergebene Schuld. Unser Heil, das hängt nicht an den Gefühlen, auch nicht an unserem klugen Kopf. Unser Heil hängt an Jesus Christus, der uns in unserem Leben Tag für Tag begleiten möchte und der unsere Schuld vergibt. Und der weiß, dass der Glaube und das Gefühl schon etwas miteinander zu tun haben. Er erkennt hinter den Gesten und Gefühlen der Frau ihren Glauben. Ja, er spricht ihn dieser Frau ausdrücklich zu, wenn er sagt: Dein Glaube, dein Vertrauen hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Hören wir es doch auch. Es gilt doch auch uns für immer. Deine Schuld ist dir vergeben. Dein Vertrauen hat dich gerettet. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade viel mächtiger geworden. Gehe hin in Frieden. Amen. Thank you.
Vor 25 Jahren hätte ich gesagt, was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Heute sage ich das nicht mehr, weil ich nicht mehr rauche. Aber so ist das nun mal. Jeder hat so seine Süchte, davon haben wir gehört. Und jeder hat auch die Möglichkeit, von seinen Süchten Abstand zu nehmen, zumindest in einigen Teilen. Kollekte, nachher am Ausgang. Sie ist bestimmt für die Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler. Und am nächsten Sonntag ist sie bestimmt für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Den Klingelbeutel haben wir für diakonische Aufgaben eingesammelt. Jetzt dürfen wir uns auf das nächste Lied des Projektchores freuen. Thank you.
Wir wollen nun Fürbitte halten und stehen, wenn möglich, dazu auf. Vater im Himmel, wir danken dir für deine große Gnade, für deine Güte und deine Barmherzigkeit. Deine Liebe ist es, die uns jeden Tag trägt. Wir danken dir, dass du die Arbeit des Blauen Kreuzes in Eiserfeld, in Deutschland und weltweit nun schon so viele Jahre gesegnet hast. Wir bitten dich besonders für die Menschen, die in Süchten gefangen sind, und für ihre Angehörigen. Da, wo vielleicht Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit Überhand gewinnen, schenke neuen Mut, neue Zuversicht und echte Freiheit. Für alle Mitarbeitenden bitten wir dich um Kraft und Geduld. Herr, wir bitten dich für alle Menschen, die Leid erfahren, die krank sind, traurig sind oder mutlos geworden sind. Begleite und tröste sie in schweren Tagen. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich um Frieden untereinander und um Frieden in der Welt. Bereite Kriegen, Terror und Gewalt ein Ende. Herr, erbarme dich. Gib den Regierenden Weisheit und Vollmacht, die richtigen Entscheidungen zu treffen und menschenfreundlich zu handeln. Gib, dass sie nach dir fragen und lass deinen Heiligen Geist wirken. Herr, wir bitten dich für deine Gemeinde, auch für uns in Eiserfeld. Lass uns Glaube, Hoffnung und Liebe im Vertrauen auf dich bewahren und weitergeben. Du bist unser Fels, du bist unsere Kraftquelle und du lässt uns nicht allein. Wir danken dir dafür, dass wir uns darauf verlassen können. Lass uns barmherzig miteinander sein und auf uns Acht haben. Weite unseren Blick, öffne unser Herz und schenke uns Augen der Liebe füreinander. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Lasst uns noch um den Segen bitten. Gott gebe dir für jeden Sturm einen Regenbogen, für jede Träne ein Lachen, für jede Sorge eine Aussicht und eine Hilfe, für jede Schwierigkeit, für jedes Problem, das das Leben schickt, einen Freund oder eine Freundin es zu teilen. Für jeden Seufzer ein schönes Lied und eine Antwort auf jedes Gebet. So segne und so behüte uns der barmherzige und der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gehet hin im Frieden des Herrn. Amen.